Vom ersten bis zum letzten Schritt des Tages sind unsere Füße gefordert. Durchschnittlich machen wir täglich bis zu 10.000 Schritte. Unser heutiger Tag beginnt im Badezimmer. Das Problem mit unseren Füßen ist, dass wir dazu neigen, sie etwas stiefmütterlich zu behandeln. Dabei ist es eigentlich ganz einfach, gesunde und schöne Füße zu haben. Dazu gehört vor allem die regelmäßige Entfernung von einem zu viel an Hornhaut, zum Beispiel mit einem Bimsstein oder einem speziellen Fußpeeling. Und auch die Pflege nach dem Duschen ist wichtig. Ein Tipp dazu: stellen Sie einfach die Tube oder den Tiegel mit der Fußcreme direkt neben Ihre Körperlotion, dann vergessen Sie es auch nicht. 9.30 Uhr, Zeit fürs Büro. Beim Business-Termin sind schon mal schicke, hohe Schuhe gefragt. Und die sind auf Dauer nicht immer bequem. Blasen treten auf, wenn der Fuß anhaltendem Druck und Reibung ausgesetzt ist. Es kommt zur Trennung der äußeren Hautschichten und es bildet sich eine zunächst noch geschlossene, mit Gewebeflüssigkeit gefüllte Blase. Spezielle Pflaster, zum Beispiel basierend auf der Hydrokolloid-Technologie, ermöglichen ein schnelles Abheilen der Blase und lindern dank ihres Gelpolsters den Druckschmerz. 18.30 Uhr, Feierabend. Jetzt sollten Sie Ihren Füßen eine schuhfreie Zeit gönnen. Am besten barfuß durch die Wohnung gehen, über Teppich und Holzfußboden. Das steigert das Wohlbefinden und entspannt. Gegen 22.30 Uhr geht's auf die Piste. Tanzen und langes Stehen ist gerade in hohen Schuhen anstrengend. Doch auch flache Schuhe ohne Fußbett können Hornhaut und Schmerzen verursachen. Vor Blasen kann man sich auch schon im Vorfeld schützen, indem man einfach auf die gefährdeten Stellen ein spezielles Blasenschutzgel oder auch ein Druckstopppflaster aufklebt und so den Bereich vor weiterem Druck und Reibung schützt. Noch ein Tipp habe ich dazu: nicht täglich dieselben Schuhe tragen, öfter mal wechseln, auch mal gerne einen Schuh mit flachem Absatz. Das hilft, die Füße gesund zu erhalten. Zum Abschluss des Tages gibt es jetzt noch einen besonderen Tipp. Cremen Sie die Füße mit Ihrer Fußcreme ein und ziehen dann Baumwollsocken darüber. Auf diese Weise erhalten Sie intensive Pflege während des Schlafs.